Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 5. Und Petrus ward im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Und die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Liebe Geschwister, am 8. April hat Deutschland 1,5 Stunden lang gebetet. Und man hat erwartet, dass auf einmal durch die 1,5 Stunden Gebet alles, der Coronavirus weg verschwinden würde und alles wieder gut werden würde. Wisst ihr was? Die gesamte Welt, Deutschland, die Nationen befinden sich in einem geistigen Gefängnis. So wie Petrus. Und es reicht nicht zu sagen, ich bete jetzt mal 1/2 Stunde und dann hat's getan. Nein, ohne Aufhören sollten wir beten. Und ich rufe euch auf, Deutschland und die Nationen, zu einem einheitlichen Gebetsruf. Die Bibel sagt, 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass, ohne Aufhören, bis der Sieg ist. Die Gemeinde hat gebetet, bis Petrus befreit wurde. Bis Petrus vor der Tür stand, haben sie gerufen, Herr, befreie Petrus. Herr, befreie Petrus. Und so sollten wir, Deutsche und die Nationen rufen, Herr, befreie uns von dem Coronavirus. Befreie uns aus dem Gefängnis des Egoismus. Befreie uns aus dem Gefängnis des Materialismus. Befreie uns aus der Knechtschaft, der Sucht. Befreie uns, Herr, uns. Mach uns frei, so lange, bis wir frei sind. Und dann wird weiter gebetet. Für die anderen verloren. So lange weiter beten, bis Jesus wiederkommt. Ich lade dich ein. Begnüge dich nicht mit dieser 1,5 Stunden Gebet vom 8. April. Wo immer du dich jetzt befindest, an der Arbeit, hinter dem Steuer im Auto fahren, vielleicht befindest du dich im Fitnessstudio, auf der Straße, wo immer du dich befindest, bete, bete Jesus an, rufe um Befreiung und Rettung und Gott wird uns den Sieg schenken. Gott segne euch alle in Jesu Namen. Amen.